Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakt Fahrbüro Aktuell, heute am 16. März. Hallo und guten Morgen aus dem Fahrbüro. Genau, heute aus St. Pius. Zunächst der Rückblick aus die vergangene Woche. Wir hatten die Dekanatskonferenz mit den pastoralen Mitarbeitern. Ja, zwei, drei Punkte dazu. Es ging um Personalien. Da ist vielleicht für uns ganz interessant. Ja, wir dürfen, müssen leider Pfarrer Hane aus Pilgerzell in den Ruhestand verabschieden. Er geht zum 1.8. in diesen. Ja, Hinweis, es gibt einen Diözesan-Messdienertag, der findet am 10. Juli in diesem Jahr in Fulda statt. Können wir den Termin auch schon mal vormerken und auch an die Messdiener weitergeben. Es wird auch wieder ein Treffen geben für die Firmkatecheten aus dem Dekanat Fulda, wo man sich austauschen kann. Auch das war vor Corona ein schönes Treffen und das soll auch wieder stattfinden. Vergangenes Wochenende fand auch die letzte Frühschicht am Freitagmorgen statt. Zum Thema Hungertuch war ein sehr schön gestalteter Gottesdienst. Und auch am Sonntagabend fand eine schön gestaltete Bußandacht in St. Pius statt. Vergangene Woche fand auch wieder allerlei Gruppenstunden von den Messdienern, von den Erstkommunionkindern und auch die erste Gruppenstunde der Firmenvorbereitung statt. Das war alles online. Und auch der Verwaltungsrat hat letzte Woche getagt. Ab sofort ist der neue Videogottesdienst vom vergangenen Wochenende aus St. Pius online auf unserer Homepage zu finden. Der Osterfahrbrief ist gedruckt und wird nun vorbereitet, dass er in alle Haushalte verteilt werden kann. Ich möchte nochmal daran erinnern, an die Anmeldung für die beiden Osternächte, einmal in St. Pius und einmal in St. Antonius. Die Listen liegen in den Kirchen aus. Genau, schauen wir nach vorne, unsere Rubrik Ausblick. Ja, in dieser Woche gibt es zwei Veranstaltungen, insbesondere für unsere Jugendlichen oder Junggebliebenen. Heute um 17 Uhr findet ein Kreuzweg für die Jugend statt und am Freitagabend eine Nacht der Jugend. Beides findet in der St. Antoniuskirche statt. Herzliche Einladung dazu. Ebenso herzliche Einladung am kommenden Wochenende zu unseren Gottesdiensten, zum Miserior-Sonntag und dem Leitwort Es geht anders. Ja, kommen wir zu unserer Rubrik Mach mit. Das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt. Die Fahrbriefe werden jetzt vorbereitet und ab dem kommenden Wochenende liegen die Umschläge in den Kirchen aus. Und da bitten wir Sie kräftig, die Werbetrommel zu rühren und auch gerne selbst mitzunehmen und sie in den Straßen und in die Häuser zu verteilen. Weiterhin sind wir jetzt dran an einer Gründung eines Online-Teams, um den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit noch zu unterstützen. Ein eigenes Team, das sich um Livestream-Gottesdienste und um die Flyer, um unseren ganzen Internetauftritt vermehrt kümmern möchte. Also da herzliche Einladung mitzumachen und sich gerne bei uns zu melden, falls Sie da Interesse haben. Ja, zum Ende das gute Wort für die Woche. In der vierten Fastenwoche befinden wir uns nun. Die Hälfte ist also schon geschafft. Doch liegen auch noch 2,5 Wochen vor uns bis zum Osterfest. Noch 2 Wochen bis zum Ziel. Ja, schauen wir aber nicht alleine nur auf das Ziel, sondern auch auf diesen Weg dorthin. Daher für diese Woche einmal ein Zitat aus der Bibel, aus dem Psalm 37. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Vertrau ihm, er wird es fügen. Ja, streben wir also nicht allein ohne Sinn oder Tiefe und dem diesem Ziel Ostern entgegen, sondern nutzen die Fastenzeit und diesen Weg auf Ostern, um uns selbst zu vertrauen, um anderen zu vertrauen und gerade Gott zu vertrauen. Denn er wird es fügen. Für diesen weiteren Weg wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Wiedersehen.